Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Gerade speziell für Odyssey im Auftrag des Königs. Fans, Spieler oder Let's Play-Gucker. Ja, bevor ich anfange mit dem nächsten Teil, habe ich eine frohe Kunde zu tun. Und zwar habe ich eine Benachrichtigung bekommen von den Machern dieser Modifikation mit der positiven Nachricht. Ich habe gerade auf der Download-Seite gesehen, dass Odyssey 2.6.4 Exe mittlerweile... Moment mal, ich dachte nur 15. Nein, 157.139 Mal heruntergeladen wurde. Das war der Stand vom 9. Dezember 2020. Dann gibt es hier noch den Satz, damit wurde Bumschack überholt und unsere Mod bekam die meisten Downloads aller Gothic 2 Modifikationen. Hier an dieser Stelle noch meinen herzlichen Glückwunsch. Und ist natürlich Wahnsinn, ne? Dann machen wir auch direkt weiter. Und zwar haben wir hier die Harpien, die ganz vielen. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die Harpien hier bei diesem Schalter da mal wegkriegen. Ich grüße auch diejenigen, die mir wieder immer schön treu bleiben und Kommentare schreiben. Bei mir auf dem Kanal. Super, klasse. Okay, die sind jetzt zusammengeschaltet. Das ist natürlich nicht das, was ich jetzt wollte. Das heißt, gucken wir mal, ob wir die irgendwie so nacheinander wegschlagen können. Ja, das ging doch geschmeidig. Haben wir ein bisschen was einstecken müssen. Oh, was soll's, geht doch wunderbar. Ja, das wundert mich echt übelst, dass Odyssey im Auftrag des Königs so viele Downloads bekommen hat. Und ich glaube, dich hatten wir aus der letzten Folge hier nicht raus. Nicht zu plündern. Ja, genau, das war ja der Drachenschnäpper. Gut, dann gucken wir mal. Wo war denn jetzt hier nochmal? Ach, hier gibt es ja noch welche. Oh, ich habe mich noch nicht aufgeladen. Ach, das ist egal. Risiko ist alles, liebe Leute. Sollen wir mal so machen. So, Dille, so wird auch ein Schuh draus, ne? Nicht springen. Erst looten, dann kannst du mit Springen-Funktion alles aufeinander aufnehmen. Bevor ich den Schalter natürlich wieder umdrehe, werde ich mal abspeichern. Und genau gucken, wo dann etwas... Aha. Oh, cool. Diesmal mit Kameraverfolgung. Das habe ich vermisst. Okay, dann geht's hier zu diesen schwarzen Dämonen. Okay, jetzt müssen wir nur wissen, dass wir dann da wieder hinkommen. Jetzt hat es geklickt. Oh, ich muss mal was trinken. So, das wäre hier mit der Wundheilung mit den Sprüchen auch getan. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück, da wo wir die schwarzen Dämonen gefunden haben. Das werde ich natürlich überspringen, nicht wahr? Damit hier meine Wopas hier nicht aufgezeichnet werden, ne? Ihr wisst Bescheid. Hier meine erste Zwischenstation. Also hier haben wir ein paar Brücken geschlagen. Hier sind ja die Dämonen, die fliegenden Schwarzen. Ich glaube, die hießen schwarze Dämonen. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an, wo ich rüber müsste. Aha, ich muss also auf die Seite kommen, damit ich da hinten runter kann. Ah ja, okay, dann gehe ich über diese Brücke, über diese Plattform, über diese Brücke, dann dürfte es eigentlich klappen. Also bis gleich. Jetzt befinde ich mich exaktement zu diesem Zugang mit diesen 1, 2, 3 Brücken, 4 Brücken. Über 4 Brücken müsste ich dann gehen, da hinten ist noch eine Harpie oder auch mehrere. Denn wo eine ist, ist bestimmt noch eine zweite, eine dritte oder noch mehr. Schauen wir mal, wie wir die hinkriegen. Vielleicht erstmal mit einem Pfeil schwächen. Oder... Ja. Jetzt nicht weggehen, nicht weggehen. Oh, Glück gehabt. Ja, sind nur 10 Federn. Okay. Dann so machen wir auch hier mit dieser zweiten Harpie hier. Okidoki. Oh, keinen Schaden davon getragen. Finde ich gut. Schauen wir mal, verbirgt sich hier noch was? Diesen Schalter haben wir schon. So, mein... Ja,
glaube ja. Sonst würden ja die Brücken hier nicht gesetzt sein. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite und ich bin gespannt, wie wir hier die schwarzen dämonisierten Geschichten, diese schwarzen fliegenden Dämons eliminieren können. Dämonen, Golems. Okay. Gucken wir nochmal genauer hin. Das sind schwarzer Dämon. Lag ich doch richtig. Ja, wir machen mal eine Speicherung. Ja, da ich ein Freund von Schonung von Ressourcen bin. Ich wollte jetzt gerade eben loslegen mit meiner Erklärung. Also, ich bin ja ein Freund von Ressourcenschonung und Einsparungen. Versuche ich erst immer, zu gucken, mit welcher Kraft, mit welchen Mitteln, am besten mal die einfachsten Mitteln, die simpelsten Mitteln, wie zum Beispiel jetzt erstmal Il Bastardo, um zu checken, ob der schwarze Dämon, oh, das wird übel, überhaupt verletzbar ist. Na, also, schauen wir mal. Okay. Ein bisschen Abstand wahren zur Klippe da. Das könnte gefährlich werden für mich. Okay. Los, du Dämon. Ja, okay. Gut, müssen wir uns was anderes überlegen. Dann schauen wir mal, was wir mit Fernkampfwaffen meine ich natürlich, anfangen können. Feuerpfeile, magische Pfeile, 14 Stück. Die habe ich noch nie so ausprobiert und deswegen werde ich mal versuchen, so einen magischen Pfeil, mal einen Magiepfeil anzulegen. Vielleicht, ich weiß es nicht, das wäre zum Beispiel ein Versuch wert, den schwarzen Dämon mit einem magischen Pfeil erstmal sparsam. Aha, nein, das bringt nichts. Das bringt nicht so viel. Aber auf jeden Fall mehr als ein Feuerpfeil, als ein Giftpfeil. Okay. Oh, das wird knapp. Nee, das ist zu knapp und das habe ich verloren. Probieren wir mal einen Spruch aus. Und zwar... Was nehmen wir denn mal? Sowas nicht. Mir fällt irgendwas mit gefährlichen Blitzen auf. Eventuell, vielleicht bringt der Kugelblitz was. Gucken wir mal. Sind wir noch nicht zu nah dran? Okay. Muss er den auch ansammeln? Ne, muss er nicht. Boah, das hat gar nichts gereicht. Boah, gar nichts. Yep. Ich gebe natürlich zu, dass ich ein paar Sprüche schon im Off ausprobiert habe, beziehungsweise auch aufgezeichnet habe, aber das bringt ja nichts. Einfach nur, um zu probieren, was diese Sprüche bringen bei den, hier bei diesem, wir versuchen jetzt mal einen großen, wir versuchen mal Folgendes. Wir gehen mal auf Böses vernichten. So, weil für mich ist das ein böses Teil da, ne? Also sehr böse. Mächtig böse. Und nicht zu nah dran. So. Das könnte was werden. Geschwindigkeitsregen. Ja, ich weiß. Na also, läuft doch. Mit Bösen vernichten kann man es schaffen und hinterher nochmal... Natürlich unter Einbußen von Lebenserfahrungen. Wow. Die schwarzen Dämonen niederbezwingen. Ja, dann trinken wir was. Da hinten sind zwei. Haha, lustig. So gespeichert habe ich. Jetzt gucken wir mal. Bin immer noch bei Bösem vernichten. Weil das war für mich jetzt erstmal bis jetzt der bessere Spruch. Versuche ich mal einen. Das ist schwierig, ne? Einen heranzulocken. Erstmal gucken. Oder es kommen beide zusammen. Das wäre doof. Oder ich werde ganz einfach mal hier den schwarzen Dämon doch noch machen. Okay, der kommt alleine. Das ist gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Na, komm doch an hier. Ich beiß auch nicht. Ja, okay. Wenn du da stehen bleibst, von mir aus.
Dann machen wir mal hier einen auf Piesacken. Okay. Ja, jetzt habe ich jetzt natürlich die Pfeile nicht ausgewählt. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich noch ein paar Pfeilchen habe, geht das ja. So, jetzt ist er hin. So, speichern wir mal mit. So, dann once again Böses vernichten. Okay, mal ein bisschen Ringel reinspielen hier. So, Fauchtel, 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 Fauchtel. Wie komme ich denn bloß auf das Wort Fauchtel? Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, noch den anderen holen. Ja, was hast du denn dann? Der hat einen Ring, einen goldenen Ring. Nimm den goldenen Ring, der war teuer, das sag ich dir. Jetzt, okay, mal wieder ein bisschen abspeichern, mal gucken, was dann passiert. Ach ja, was haben wir denn da alles? Oh, das sieht aber sehr mystisch aus. Der Weg ist beleuchtet. Mit ein paar Fackeln, die man leider nicht von der Wand reißen kann, wie bei Soul Reaver Legacy of Kain. Falls euch dieses Spiel was sagen sollte, ich habe vor, es zu streamen live. Bin noch in den Vorbereitungen. Das ist ein Vampirspiel, ist das. Und spielt auch so ein bisschen im Mittelalter. In Nosgoth. Also Goth, das Wort Gothic steht auch schon drinne. Ja, würde mich mal interessieren, ob ich da irgendwie Resonanz bekomme, wenn ich das dann streame. Ich werde es dann rechtzeitig bekannt geben. Vielleicht wird das nächste Woche schon was. Wen haben wir denn da? Oh, das ist wieder ein Schlafender. Ein schlafender Schattenläufer, ne? So, auf leisen Sohlen werden wir uns mal an den Schattenläufer heranschleichen. Oh, Roland. Schleicher mit den elastischen Beinen, wie er sich hohen Feuerteufel gefährlich an den Feuerteufel schleichen kann. Das ist ein Holländer, der das mal in den 70ern gesungen hat. Kann ich überhaupt, habe ich überhaupt eine Chance, auf den Feuerteufel hier einzudreschen, der hier so witzlos hin und her springt? Ah, könnte klappen. Ah, ist er schon kaputt. Da ist nichts zu holen. Da ist auch wieder nichts zu holen hier. Menno, Menno, Menno. So, und jetzt sehe ich hier eine Tür, die nur mit so einem Schiebe, ne, also symbolisch mit einem Schiebeschalter. Na, Schalter nicht, aber mit einem Schieberiegel. Ich sehe kein Schloss. Ich habe schon die Vermutung. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Was ist denn jetzt los? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Warum? Robtek will würfeln. Ist das hier ein Schatz oder was oder wie? Vielleicht schreibt ihr mir das in die Kommentare, welchen Schlüssel ich hierfür brauche und wie das hier sich nennt. Das mit den Schaltern und sowas. Ah, ist das ärgerlich. Ich habe es doch echt gewusst. Ich habe es echt geahnt. Ich habe es nicht gewusst, ich habe es geahnt. Mann, oh Mann. Bisschen fuchsig bin ich schon, das ist klar. Ja, und jetzt kann das sein, dass der Schlüssel hier irgendwo rumliegt. Ich habe ja hier nicht geguckt. Ich hätte ja gehofft auch, dass einer von diesen Dämonen den eventuell verschluckt hätte. Das wäre schön. Aber nein. Jetzt gucke ich doch nochmal genauer hin hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Liegt er hier irgendwo im Gang rum? Kann ja sein, ich weiß es nicht. Aber ich habe ja auch eben gerade eben die Schwefelbrocken noch auf dem Rückweg noch ein paar zusätzlich gefunden. Vielleicht ist es ja mit dem Schlüssel genauso. Nee. Das ist echt komisch. Okay. Stopp! Seht ihr? Da ist Schwefel. Nur Schwefel. Aber kein Schlüssel hier. Hä, hä? Tja, oh, wieder rausgehen. Hm. Demoralisierter Roland. Er rennt vor Panik wieder raus ins Gebiss. Vielleicht habe ich auch hier was übersehen. Ist da hier irgendwo was?
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier noch gar nicht alles abgegrast haben. Vielleicht haben wir hier irgendwie das Glück, an Schlüssel zu kommen. Schaut einer mal da. Da sind noch Harpyien. Warum sind denn da noch Harpyien? Da muss ich da hinten mal rüberkommen. Das werde ich dann auch Grund der Zeitersparnis mal schneiden. Also wir müssen da hinten rüber. Okay, hier ist ein Bereich, den habe ich noch nicht. Der befindet sich auch ganz unten und zwar ein Minecrawlerli. Nee, ein Sandcrawler, sorry. Na? Gut, haben wir jetzt auch. Gucken wir mal weiter. Mal weiter. Wir dann hier noch irgendwie mehr finden sollten. Es könnte wieder was sein, was gefährlich fliegen kann. So, am besten noch mal hier gucken, ob es noch irgendwas an Loot gibt. Denn Loot ist immer gut. Die Musik ist auch so ein bisschen dezent im Hintergrund. Ein Baumstumpf? Auch gut. Da ist was. Extrakt der Heilung. Grobes Breitschwert. Eventuell ein Schlüssel? Nein. Weiter gucken. Immer weiter gucken. Roland ist unermüdlich und guckt weiter. Ja, mach mal die Breite hier, du Sandcrawler. So, gucken wir hier nochmal in den Büschen nach. Nope. Hier was? Nee, auch nicht. Okay. Gehen wir mal weiter da hinten hin. Da sieht mir nach sackender Gasse aus. Hier haben wir was. Hier haben wir was. Ring der Gewandtheit. Mana Essenz. Eispfeil. Und das war's dann auch schon. Vielleicht noch ein paar Pilze hier, die sich hier runtergemischt haben. Nein. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück und versuche mal auf das Plateau mit dem Schalter der anderen Harpyien zu kommen. Kurzer Zwischenstand, wir müssen hier rüber auf die andere Seite, ergo über die große oberste Brücke rüber. Und dann ist irgendwie da unten runter. Ich schalte mich wieder ein. Ja, wenn es nicht weiter weiß, dann geh's am besten zum Ausgangspunkt zurück, von dir hergekommen bist. Oha, ist ja wieder hier das. Und dann rekapituliere ich den Weg nochmal neu. So, okay. Ja, zu weit entfernt, Roland. Wir wissen es. Okay, und schwupps, das geht. Jetzt müsste ich mich doch eigentlich hier in der Nähe befinden. Da geht es hier nochmal irgendwie rum. Nein, das ist Dead End. So. Hier ist diese ulkige Steinbrücke, die schmale. So. Gucken wir mal weiter. Hier ist auch nichts. Seht ihr? Da haben wir es. Okay, speichere ich mal ab. Ziehe mein. Ach, toll. Naja. Jetzt bleibt er wieder da hängen. Ach, was soll's. Die Szene kommt mir bekannt vor. Die Szene kommt mir echt bekannt vor. Liebe Freunde, die kommt mir echt bekannt vor. Na. Na, nicht einstecken. Was mache ich denn da?
Es haben sich wahrscheinlich hier an diesem Platz, wo ich schon in der letzten Folge war, wieder neue hingespawnt oder die sind runtergeflogen. So würde ich das. Ja, die zweite habe ich hier von ist weg. Ja, denn ich weiß. Genau, dieser Schalter hat nämlich diese Brücke aktiviert. Das nochmal als Beweis. Ja, genau, richtig. So weit bekloppt ist jetzt aber auch. Dann hätte ich es vorerst jetzt mal hier für diesen Teil. Kommentare sind natürlich, wie gesagt, immer erwünscht. Wenn ihr mir sagen könnt, wo ich den Schlüssel für diesen Eingang, der mit drei schwarzen Dämonen bewacht wird, mal geben könnt. Ansonsten komme ich so nicht weiter. Ich meine, ich hätte hier auch alles abgegrast und durchgegrast und überhaupt. Ja, ich werde mich mal woanders hin teleportieren. Weil nämlich noch Waren aus Ishtar. Ich habe ja Selim, glaube ich. Moment mal, ganz ruhig oder so. Ach nee, dem Schmied Ortega habe ich seine Kiste gegeben. Und es war für mich die letzte. Und der Händler aus Amana hat mir ja den Auftrag gegeben. Also gucke ich mal. Auf jeden Fall. In Amana. So, dann gehen wir auch mal gleich durch und als erstes bluten wir uns hier erstmal die Festung durch. Durchbluten. Schauen wir mal, wo können wir denn hier beruhigt schlafen? Wieso liegt denn hier Gold rum? So habe ich denn das nie gesehen. Gucken wir erstmal, wo wir hier ein Bettchen finden. Ich glaube, hier war da nichts. Hier war das. Hier war ja die große Gruppe. Und hier können wir mal bequem schluffen. So, nächster Morgen. Raus aus meinem Bett. Nein, doch nicht. Na, Glück gehabt. Gut. Speichere ich nochmal ab. Schau nochmal, was der Händler hier hat. Der Karim. Ja. Na, ich habe alle Kisten verteilt. Ich habe die Kisten verteilt. Sehr gut. Und gab es Probleme? Die Leute waren verärgert wegen der langen Wartezeit. Iskra will sich einen neuen Geschäftspartner suchen, wenn er nochmal so lange warten muss. Das hat mir gerade noch gefällt. Sonst noch was? Ja, Ortega glaubt, dass du ihn übers Ohr hauen wolltest. Ja, ich weiß. Das meinte er schon beim letzten Mal. Weiter. Malik will dir den Hals umdrehen, wenn du beim nächsten Mal nicht schneller liefern kannst. Bei Belia! Der Job wird mir langsam zu gefährlich. War das alles? Nur noch eine Kleinigkeit. Die Kiste für Belazar ist am Ende wieder bei Sorab gelandet. Tatsächlich? Das gibt es doch nicht. Wer hat sich denn so einen Schwachsinn ausgedacht? Tja, wer das wüsste. Na, immerhin hast du deine Sache gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ja, dann gucken wir doch mal, ob die Mission erfüllt ist. Und da ist sie. Uff, der Auftrag ist endlich beendet. Auch Karim wusste nicht, wo Belazars Kiste am Ende wieder landet. Am besten ist auch, ich denke gar nicht mehr darüber nach. Gut, okay, diesen Auftrag haben wir beendet und somit ist auch diese Folge beendet. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich und schon mal im Voraus auch für Kommentare und Daumen. Wehrt mich bald wieder. Kommt durch die Woche ganz gut. Ciao.